arbeite seit Jahren mit Kindern und Jugendlichen und das macht mir so viel Spaß. Und mir fehlte immer noch so, ja, so dieser Schlüssel, um schnell auch denen ein Ergebnis geben zu können, um den Kindern und Jugendlichen schnell weiterzuhelfen und denen einfach so einen, ja, so einen Kick zu geben. Und wie ich das gesehen habe auf der Internetseite, ich dachte, klasse. Und wie ich auch die Kinderstimmen gehört habe, also da habe ich gesagt, das will ich machen. Und jetzt, wo ich hier bin, bin ich einfach begeistert und habe gesagt, ja, warum nicht schon eher? Ich hätte vielen, vielen wirklich schon eher helfen können. Ja. Die Atmosphäre, die Stimmung ist eher so ein bisschen familiär. Man freut sich aufeinander. Jeden Morgen geht man wieder neu rein, begrüßt sich, man nimmt sich teilweise in den Arm. Und ja, man kennt zwar immer noch nicht alle Namen, aber irgendwie ist es so, man ist eine Vertrautheit. Gerade wie zwischen dem ersten und dem zweiten Block. War das so, ich habe mich richtig gefreut. Ich hätte am liebsten schon einige vorher angeschrieben oder angerufen, aber ich habe das dann von der Zeit her nicht geschafft, aber man hat sich richtig drauf gefreut, ja. Daniel ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat eine Art und Weise, wichtige Lehrinhalte interessant, aber auch witzig und spritzig zu verpacken. Also er ist so ein bisschen, so, also für mich so ein Comedian, der wichtige Inhalte, also direkt in mich hinein infiziert, sage ich mal so. So, ich habe manchmal das Gefühl, da steht allein der Heinz Erhardt und ich kann mir die Jokes und die Sachen noch nach Jahren abrufen. Und es ist so wichtig, ich vergesse das nicht. Was er da vorne sagt, das ist drin. Ich brauche ganz wenig mitschreiben, es ist, ja. Also die Inhalte sind so oftmals auch sehr geballt, die da sind und trotzdem kann man sich daran erinnern, weil eben die Art, wie Daniel das verpackt, ja, also es wird super toll transportiert. Die Methoden haben für mich einen, ja, auch medizinischen einen Hintergrund. Also wenn Daniel so erzählt von der Hirnforschung, so ist, es leuchtet mir alles ein. Es ist alles absolut präsent, also es ist nicht irgendwie was verdeckt gemacht wird, kein Kokuspokus, das was ich echt verabscheue, sondern es ist alles erklärbar und somit für mich auch absolut leicht anwendbar. Ja. Also ich bin der Meinung, Kinder- und Jugendcoaching ist so wichtig. Es müsste an jeder Schule angeboten werden und eigentlich jedem Kind von Anfang an wirklich die Möglichkeit gegeben werden, dass ein Kind daran kann. Weil gerade in der heutigen Zeit, es kommt so viel auf Kinder und Jugendliche. Es strömt von allen Seiten ein. Es kommt von den Eltern, es kommt von den Lehrern, es kommt auch von den Trainern und auch von der Gesellschaft selber. Durch die Medien, es wird ein Bild suggeriert für die Kinder, dem sie nicht entsprechen können. Also ein Kind in der heutigen Zeit ist in einer ständigen Überforderung. Und ich finde, ohne Kinder- und Jugendcoaching, ja, hat das Kind es echt schwer, da wirklich einen guten Start zu haben und auch wirklich Karriere zu machen.